Willkommen zurück bei Ghost of Tsushima. Wir wollen einmal mit unserem Pferd haben. Und dann wollen wir zu unserem Bogenschützenfreund, um das Mädel zu verfolgen. Ich glaube, das ist jetzt 6 von 9 oder so. 7 von 9 haben wir auch schon freigeschaltet. Warum auch immer, das habe ich immer noch nicht verstanden. Aber soll mir erstmal egal sein. Wohin muss ich? Auf die andere Seite. Hier ist irgendwo ein Ausbildungslager von Tomoe. Ah, der Geist! Tötet mich nicht! Was ist hier los? Nehmt euch, was ihr wollt! Ich bin kein Dieb. Ja, jeder weiß, dass ihr Karawanen angreift. Der Geist und der Dämonen-Sensei. Sensei Ishikawa? Das ist eine Lüge. Ich habe euch selbst gehört. Uns gehört? Wann? Nicht lange her. Ihr seid die Straße hoch wie hungrige Wölfe. Der Geist und der Dämonen-Sensei. Anscheinend gibt sich jemand als uns aus. Oder der Sensei macht, was er will. Warum wird Sensei Ishikawa und mir ein Überfall vorgeworfen? Ich muss nach Norden den Verantwortlichen finden. Gehen wir nach Norden. Finden den Verantwortlichen. Vielleicht ist es ja tatsächlich sogar... Ich hab vergessen, wie ihr Name ist. Weil die wir da die ganze Zeit verfolgen. Okay. Ist hier hoch. Sensei! Au! Höchste Zeit, dass er kommt! Gern geschehen, Sensei! Jetzt will ich den Baum noch haben. Special Baum, Eibenholz. So, was ist denn hier los? Erklär mal. Ihr seid der Geist. Ja, bin ich. Was ist hier passiert? Ein Überfall auf seine Karawane. Viele Angriffe derzeit. Die Leute sagen, ihr stehlt Vorräte. Oder kämpft für die Mongolen. Ruht euch aus. Ich bespreche das mit Fürst Sakai. Tomoe steckt dahinter. Sie sät Paranoia und Furcht. Greift Karawanen an, beschuldigt uns. Ich erreichte seine Gruppe zu spät. Rettete ihn, aber nicht die anderen. Wo war der Überfall? Nicht weit. Wieso? Wir finden die Stelle und verfolgen die Spuren von Tomoes Gruppe. Das ergibt Sinn. Was ist? Nichts. Sie macht mich rastlos. Wir setzen dem ein Ende. Ruht nee, da... Da wir erst in 6 von 9 sind, machen wir dem wohl kein Ende. Bevor ihr aufbrecht. Danke, Sensei. Zeigt mir den Ort des Überfalls. Ja, Jung. Mach hin. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Los jetzt! Wie habt ihr mich gefunden? Jemand hörte, dass ein Konvoi verfolgt wird. Wegen Tomoe werden die Straßen gemieden. Als ich hörte, dass ein Händler eine Lieferung wagt, bin ich ihm gefolgt. Warum greift Tomoe Lieferungen der Präfektur Kushi an? Das hat keinen strategischen Wert. Nein. Der Kushidera-Tempel inspiriert die Menschen. Vielleicht wollen die Mongolen die Moral hier brechen. Ihr klingt nicht überzeugt. Es ist einer der Gründe. Nicht alle. Tomoe hat alles verraten, was ich sie lehrte. Anschließend mich. Und danach ihr Land. Ich werde sie bis zum Horizont verfolgen. Können wir jetzt, danke, endlich wieder schneller rein. Da ist der Konvoi. Und noch mehr Opfer Tomoes. Mal sehen, was wir herausfinden.
Es ist eine Warnung an die Einwohner Kushis. Von Tomoe. Von Fürst Sakai und Sensei Ishikawa. Niemand darf auf diesen Straßen reisen. Sonst droht der Tod. Plump, aber effektiv. Wie wär's, wenn wir das Ding abmachen? Alle sind tot. Japanische und mongolische Pfeile? Natürlich. Okay, was haben wir hier? Sie sind Fische. Die Straße entlang. Und wir finden sie. Tomoe und ihre Männer werden nie wieder jemanden in dieser Präfektur überfallen. Kommt. Also meistens ist bei ihm ja sehr viel mit Bogenschießen. Schnell! Der Schrei war doch hinter uns. Steigt hier ab! Warum? Warum? Schnell, keine Zeit zum Auskundschaften. Wer stürmt hier mit halboffenem Hakama los? Warum ist sie alleine hier? Ich schneide sie los. Hilfe! Das ist eine Falle. Alles wird wieder gut. Oh nein. Nein, bitte. Nein. Wir wollen helfen. Sie sagte... Tomoe, was sagte sie? Sie sagte, ich dürfe leben, bis der Samurai kommt. Ich bin gerade gewone-shottet worden, das ist absolut nicht witzig. Also, das ist ja wirklich nicht witzig. Ja, Leute, entspannt ihr euch mal. Jo, Mädels! Meine Herren! Sakai! Ja. Ich bin hier. Tomoe hat uns eine Falle gestellt und wir sind hineingetappt. Ich sprach mit ihr vor 2 Tagen. Tomoe? Der Gefangenen. Sie erzählte von einer Japanerin, die bei den Mongolen war. Ich bat sie, ihr Lager ausfindig zu machen und mir zu berichten. Was habt ihr? Es hätte auch anders laufen können. Wir könnten jetzt vor Tomoes Leichnam stehen. Ihr erklärt, was einen Krieger ausmacht. Wie Tomoe das unterläuft. Doch ihr seid genau wie sie. Ihr erwartet, dass wir perfekt sind. Euer Onkel. Ich. Masako Adachi. Doch nur ein Kind erwartet Perfektion von Älteren. Vollendet den Gedanken, Sensei. Wir alle tragen Waffen. Wir alle wählen zwischen Leben und Tod. Und ihr fühlt euch zu wohl mit dieser Macht. Würde ich das nicht, wäre ich tot. Ebenso wie ihr, Geist. Nicht jeder ist ein Samurai. Doch wir sind alle Mörder. Uftata. Wir müssen uns noch um ein Lager in Otsuna kümmern. Der Geist und der Dämonen-Sensei. Ja, okay. Ey, caramba. Dann, was ist das? Das ist diese Säule der irgendwas. Dann wollen wir mal hier hin. Vor allem finde ich Ishikawa, wo ich mir denke, er steht direkt vor mir, aber ist okay. Da waren vorher, egal. I don't care anymore. Komme ich da jetzt runter? Oh ja, Mongolen. Und das sind nicht wenige, das ist ein riesiges Lager. Moment, das ist ein Mongol? Wo bin ich hier?
Moment mal, ich will hier runter. Lief gut. Lief super. Das lief super. Ich wollte eigentlich hier hin. Okay. Wo bin ich hier? Fürst Shimuras Lager? Was, what is he doing here? Die Mongolen besiegten unsere Samurai. Nur möchtet ihr sehen, was ich habe? Nee, danke. Schon okay. Reicht mir. Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Whatever. Auf einmal steht fürs Shimura vor mir. Okay. Keine Ahnung. I don't care. Endlich mal aus diesen Bambuswäldern raus. Seid ihr Fürst Sakai? Ja. Das bin ich. Sensei Ishikawa wartet drinnen auf euch. Und dran war es, die ihr Lager gesehen hat? So ist es, Sensei. Sakai. Sensei Ishikawa. Ist all das Tomois Werk? Sie und ihre Mongolen waren fleißig. Eine Frau namens Ran weiß, wo wir sie finden. Führt mich hin. Der Schrecken von Otsuna. Okay. Und das ist, glaube ich, jetzt 7 von 9. Das heißt, wir nähern uns dem Ende dieser Quest. Woher weiß sie, wo Tomois Lager ist? Sie ist beim Sammeln im Wald darauf gestoßen. Sie hat Glück, dass sie noch lebt. Alle ihre Begleiter wurden getötet. Seid ihr Ran? Ja, meine Herren. Die Mongolen, die euch das antaten. Ihre Anführerin war eine von uns? Tomoe, dieses Gesicht werde ich nie vergessen. Sie war früher mit einer Gruppe Diebe unterwegs, die hier lebten. Das ist unmöglich. Tomoe stammt aus der Präfektur Umugi. Sie fand ihren Weg hierher. Ihr Bogen versetzte Otsuna jahrelang in Schrecken. Man sagte, dass sie mit verbundenen Augen einen Falken vom Himmel schießen konnte. Das Lager, das ihr fandet, wo ist es? Im Wald, südwestlich von hier. Zwischen dem Fluss und der westlichen Küste. Achso, ich folge dir mal, ne? Verflucht. Alles, was ich sie lehrte. Alle meine Geheimnisse. Reine Verschwendung. Alter Narr. Warum hat sie mich belogen? Tomoe hat euch davon nie erzählt. Vor unserem Streit bot ich ihr an, sie als Tochter anzunehmen. Samurai zu werden. Eine große Schicksalswende für jemanden wie sie. Ich nahm es wieder zurück. Weil sie eine Auftragsmörderin ist. Weil ihr Sensei versagt hat. Sie verfiel wieder ihrem alten Leben. Solch eine Chance zu vertun ist eine Sache. Doch gegen sein eigenes Volk. Das ist mir bewusst, Sakai. Wirklich? Kann ich bei dem, was zu tun ist, auf euch zählen? Wir müssen das Lager finden. Das war jetzt kein Ja oder Nein. Wir müssen Tomoe aufhalten, bevor sie weiter morden. Das Problem ist, wir sind hier gerade bei 7 von 9 oder was. Das heißt, wir werden Tomoe wieder nicht finden.
Das ist schon ein bisschen nervig, dass man weiß, wie lange die Quest geht, weil man das weiß. Das Gute ist, dass Tomoe sich an einen bekannten Ort zurückzog. Sie dann ist tritt verzweifelt. Sie hat das nur auf der Stelle. Reich auf ihrer Seite. Je mehr wir ihre Pläne vereiteln, desto wahrscheinlicher wendet der Khan sich von ihr ab. Das könnten wir für uns nutzen. Einen Keil zwischen sie treiben. Und wenn Tomoe sich dann von den Mongolen abwenden würde? Nach allem, was sie getan hat, muss sie bestraft werden. Auch wenn sie bereit wäre, für uns zu kämpfen. Ja. Ihr ihr Traum? Nein. Die Frau meinte, Tomoe hätte die Leute terrorisiert. Das muss Jahre her sein, als Tomoe sehr jung war. Als Jugendliche und sich unter Banditen behauptet. Was selbst für jemanden viel Älteren schwierig ist. Und ihr habt nie etwas geahnt? Als sie bei mir anfing, versteckte sie eine kleine Klinge im Ärmel. Und sie hortete heimlich Essen. Aber ihr habt darüber hinweggesehen. Da war noch mehr. Ich wollte sie so sehr zu meiner Erbin machen, dass ich die Augen vor der Wahrheit verschloss. Das Lager kann nicht weit sein. Perfektes Gelände für lauernde Schützen. Haltet die Augen offen. Toll. Steigt ihr ab. Bleibt unten und findet einen guten Ausblick aufs Lager. Hier oben. Ein bekannter Anblick. Was seht ihr denn? Japanische Pfeile. Natürlich. Leichen als Übungsziele für Schützen. Tomoes Markenzeichen. Zerstört dieses Lager. Haltet die Augen nach Tomoe offen. Bereit, wenn ihr seid, Sensei. Ich bleibe versteckt, bis ihr angreift. Au, au, au. Uncool. Was? Uncool. Und tschüss. Aber Tomo ist nicht hier. Soll ich mich denn umsehen hier? Aber wird es Nacht. Ich soll mich umsehen. Was soll ich denn jetzt seiner Meinung nach tun? Sensei, hierher! Hey. Achso! Der Sensei und der Geist. Ich bin euch beide langsam leid. Eure Schützen sind tot. Das war's. Hinterhalt! Ich halte diese Narren auf. Okay. Dann folge ich mal Tomoe. Tomoe, das endet nur auf eine Art. Hättet euch das nur ein. Wir finden sie tatsächlich. Ihr könnt aber da wir sind, Tomoe. Ich weiß auch nicht, ob ich aufs. Ich weiß nicht, ob ich. Wo will sie hin? Tomoe!
Ihr seid also Fürst Sakai, Senseis neues Maskottchen. Und ihr seid eine begnadete Schützin, die ihre Chance auf ein besseres Leben wegwarf. Hat er euch das erzählt? Tomoe, wieso reden wir? Damit ich euch warnen kann. Seid auf der Hut. Mein Sensei wollte mich töten. Euch wird es auch so ergehen. Danke für die Warnung. Aber ich will das hier beenden. Es ist schon zu Ende. Ich habe nichts. Niemanden. Weg mit dem Bogen, Tomoe. Ist sie wahnsinnig? Keine Spur von ihr. Ich sag es, Sensei Ishikawa. Ja, sie wird aber... Sie lebt noch. Weil ansonsten wäre es nicht 7 von 9. Das ist, was ich meine. Dadurch, dass ich weiß, dass diese Quest 9 Teile hat und wir jetzt gerade in Teil 7 sind, ist es klar, dass es halt noch nicht vorbei ist. Das ist schon ein bisschen... meiner Meinung nach ein bisschen ärgerlich. Diese Markierungen 7 von 9, 6 von 9, 3 von 9, 4 von 9 etc. sind meiner Meinung nach halt ein bisschen überflüssig, weil das nimmt einen nur die Spannung weg, wann denn, na, wann kriegen wir jetzt Tome etc. Das ist ja alles... Das ist so... Das ist so meh. Oh, jetzt sind alle erledigt. Sakai, was ist passiert? Tomoe hätte mich töten können, aber hat es nicht. Sie ist euch entkommen. Sie sprang von einer Klippe. Ich sah sie. Ihr saht, was ihr sehen solltet. Sie klang verzweifelt. Ist sie. Nur wegen uns. Warum denkt sie, ihr werdet mich verraten? Tut sie nicht. Sie will nur einen Keil zwischen uns treiben. Und es funktioniert. Nein, tut es nicht. Gut. Nächstes Mal, wenn ihr fragt, ob ich tun kann, was nötig ist, fragt euch erst selbst. Tomoe ist noch nicht fertig. Sie geht wohl nach Norden. Natürlich. Um sich mit den zuzustellen. Wir finden sie. Natürlich. Und damit müsste Markierung 8 von 9 auftauchen. Gegebenenfalls. Vielleicht brauchen wir aber auch erst die Burg. Ich weiß es nicht. Der Schrecken von Otsuna. Ah, verdammt, ich hätte den Punkt gebraucht. Egal. Ja, ich habe recht. Okay, wir müssen anscheinend erstmal die Hauptquest weitermachen, bevor wir... Aber die geht ja Richtung Norden. Ach, das ist ja noch riesig, dieses Gebiet. Holy moly. Dementsprechend... Ja. Ey, caramba. Bin ich jetzt? Ich bin hier. Ich brauche irgendeinen Schnellreisepunkt hier in der Nähe. Ach, das ist irgendwie falsch. Ich will mal bitte hier hin. Ich brauche irgendwo, ich brauche einen Schnellreisepunkt. Irgendeinen Schnellreisepunkt benötige ich. Egal wie dieser aussieht. Hier hinten brennt das Licht da noch, das könnte... Legium Harsinta! Eri! Tüme! Çötür dich! Buga! Akala! Gegner in der Nähe. Wo?
Zack. Komm, lass mich rein. Raus. Es gibt anscheinend noch mehr Gegner. Ja. Ja, ich weiß. Zwei Geiseln? Wieso zwei Geiseln? Bald seid ihr frei. Wieso zwei Geiseln? Ihr seid ein Symbol der Gnade. Vorsicht. Ist das so? Symbol der Gnade. Als ob ich Gnade verhalten lasse. Aber wo ist jetzt die... Jetzt bin ich verwirrt. Schaut in die Richtung her. Dumm. Tatsächlich. Ich wollte nicht. Alles wird wieder. Ich bin etwas verwirrt gerade hier, was hier gerade passiert. Wir brauchen mehr wie euch, Fürst Sakai. Ihr seid sicher. Noch mehr. Huge geschwadert. Was ein scheiß dämlicher Hund. Nein! Das ist ärgerlich. Der Hund ist gerade vergessen. Okay, ich hab zwar noch einen Hund an meinem Arm, aber ist okay. Okay, da gehöft. Dankeschön. So, damit habe ich auch meinen Technikpunkt, den ich noch haben wollte. Sehr schön. Damit kann ich noch ein bisschen die Karte aufdecken. Damit habe ich meinen Reisepunkt, den ich haben wollte. Wunderbar. 10 Stahl, wow. Anders als jeder Samurai zuvor. Gut. Puff. Was ist das hier? Legendenanzähler. Gut. Jetzt habe ich einen Schnellreisepunkt hier. Dann machen wir hier einen Cut. Ich werde wahrscheinlich offscreen, wie gesagt, ein klein wenig spielen. Ich werde offscreen vor allen Dingen hier gegebenenfalls in diesem Gebiet sowohl die mongolischen Dinger machen. Wie viele sind denn das? Ja, es sind noch 12. als auch die... Ich mit ein bisschen Stahl, finde ich gut. Als auch die Technik, wo habe ich hier da? Nein. Die Entschlossenheitsdinger hier und auch die Gesundheit würde ich ebenfalls. Okay. Machen wir erstmal den hier.
Und ja. Damit sage ich bis zum nächsten Part. Viel Spaß mit den Videos. Euer Hedi.